Schön, dass du da bist. Ein Video zum Thema Berufung. Und zwar ist meine Erfahrung, dass wir es uns oft komplizierter machen, als es eigentlich sein bräuchte. Und ich möchte einfach eine persönliche Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren war es so, bevor ich angefangen habe mit Marketing, war das schon. Ich war in Berlin, habe Film und Fernsehen studiert und ich bin jeden Morgen mit der U-Bahn zur Uni gefahren. Und was ich dabei gemacht habe, ist mir diese Werbeanzeigen anzuschauen. Da hat man wirklich Glück in Berlin, weil es gibt die lustigsten Werbeanzeigen überhaupt, anders als in anderen Städten. Und was ich gesehen habe, ist, dass manche Werbeanzeigen fand ich super und ich habe die wirklich studiert. Ich habe mir das angeschaut. Was ist gut daran? Was ist nicht gut? Was sagt mir zu? Wo hätte ich was anders gemacht? Und das ist einfach ohne passiert, ohne dass ich mir das jetzt bewusst vorgenommen habe. Teilweise habe ich auch Bücher mitgenommen, da gelesen. Da gab es sowas wie Smartphones noch nicht. Schon sehr lange her. Aber am meisten Spaß hat es mir tatsächlich gemacht, diese Werbeanzeigen zu lesen. Ich habe auch, wenn ich an Restaurants vorbeigegangen bin, habe ich sofort erfasst, so was könnten die besser machen? Wie könnte man das besser präsentieren? Und erstaunlicherweise ist jetzt daraus auch etwas geworden, was ich beruflich mache. Also Marketing. Ich liebe einfach Kommunikation. Ich liebe es, zu überlegen, wie kann man Sachen besser kommunizieren. Nur hat es echt eine Weile gebraucht, bis ich das erkannt habe. Weil für mich war das nichts Besonderes. Und das einfach als einen Punkt. Du kannst mal schauen, ob es bei dir einfach Sachen gibt in deinem Leben, die du eh schon machst, wo du auch denkst, warum machen sich alle Menschen das so schrecklich kompliziert? Es geht doch viel leichter. Und wo du eine Lösung hast, eine Antwort, die du für selbstverständlich hältst und die sich auch total natürlich und klar und leicht anfühlt, weil es das für dich ist. Und andere Menschen haben aber diese Klarheit und Leichtigkeit nicht. Und was wäre das in den Mittelpunkt deines Berufslebens zu stellen, wenn das das ist, wofür du bezahlt wirst? Das macht oft viel mehr Spaß als irgendwas, was anstrengend ist und was schwer ist und so weiter. Und ich glaube, gerade wir Deutschen und auch Europäer haben irgendwo in uns verankert in der Kultur, Arbeit muss hart sein. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so weiter. Warum nicht Arbeit gleich Vergnügen oder Vergnügen gleich Arbeit? Also man muss da ja erstmal eine Trennung erzeugen, damit man zwei Sachen hat und nicht eine Sache. Weil was wäre, wenn du als Kind auf die Welt gekommen wärst und jemand hätte dir gesagt, hey, arbeiten heißt, das ist einfach total viel Spaß, es macht Freude, du darfst das tun, worin du am besten bist und wirst dafür auch noch bezahlt und andere Menschen sind dankbar dafür. Wäre vielleicht ein anderer Beruf bei rausgekommen als den du jetzt gerade ausübst. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du in der glücklichen Situation, dass du genau das machst, was dir auch am leichtesten fällt. Und ein kleiner Punkt, also es das heißt nicht, dass immer alles Spaß machen muss. Und das tut es erfahrungsgemäß auch nicht. Ich meine, die Spülmaschine räumt sich auch nicht von alleine ein und aus. Das heißt, ich glaube, dass, oder nicht, ich glaube, es ist meine Erfahrung, dass wir auch Dinge tun müssen, jeden Tag oder tun dürfen, die einfach ja, gemacht werden müssen, ob sie uns Spaß machen oder nicht. Es geht einfach darum, was ist der Anteil davon in meinem Leben? Und auch so ein Prozess dahin zu kommen, dass ich immer mehr von dem was mache, was mich wirklich erfüllt, was für mich gut funktioniert und immer weniger von dem, was mich stresst und wo ich einfach mich fehl am Platze fühle. Ja, falls sich das Thema interessiert, ich habe ja diesen Berufungskurs neulich erstellt, auch mitgeführten Meditationen. Also da geht es darum, die vier Säulen der eigenen Berufung zu erkunden. Weil mir auch aufgefallen ist, dass viele Menschen sehr abstrakt über Berufung reden. Oder allein das Wort Berufung ist ein sehr abstraktes Wort. Also was heißt denn das? Ich habe da eben ein Konzept gefunden, was ich sehr einfach und sehr klar finde, wo es darum geht, diese vier Bereiche zu erkunden, die das ganz konkret machen, ganz bodenständig, vier einfache Fragen, die man sich stellen kann. Und ja, die haben dabei helfen, dahin zu kommen, mehr die eigene Berufung zu leben. Und auch das aufzulösen, was dazwischen steht, zwischen dir und deiner eigenen Berufung, deine Zukunft dir vorzustellen und da einzutauchen in einer geführten Meditation, in deine goldene Zukunft, in der du deine Berufung schon lebst. Und das einfach zulassen, was dann an Gefühlen kommt, dass du das einfach immer mehr verkörperst. Weil das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Dass wenn ich ein Ziel habe und das liegt außer mir, ne, außerhalb von mir, ich stelle mir das dann so vor, ah, in 2 Jahren habe ich XY erreicht. Teilweise schiebe ich es dadurch erst in die Zukunft. Weil wenn ich sage, das braucht 2 Jahre, bis ich da bin, dann braucht es wahrscheinlich auch 2 Jahre. Vielleicht wäre es aber schneller gegangen, wenn ich nicht gesagt hätte, das dauert 2 Jahre.
Und wenn ich in mein erfülltes Ziel eintauche, also in die Situation, wo mein Ziel erfüllt ist, und das zulasse an Gefühlen, was dann kommt, dann spült sich der Weg frei in mir und dann kann es sein, dass irgendwelche Dinge passieren, dass es viel, viel schneller geht, als ich es mir vorstellen kann, dass das, was ich wahrnehme, mein Gefühl, dass mein Ziel schon erfüllt ist, widerspiegelt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen komplex. Ich weiß nicht, ob ich es klar erklärt habe. Wenn nicht, schreib bitte einen Kommentar. Vielleicht kann ich da noch drauf antworten. Genau. Aber das einfach als ein Hinweis. Also wenn das Thema Berufung für dich eine Rolle spielt und du merkst, irgendwie gibt es da noch mehr oder ich habe keinen Bock mehr auf den Job, den ich jetzt mache, und dann nicht einfach in den nächsten zu springen und das Spiel beginnt von vorne, sondern dir wirklich klar zu werden, wo bin ich wirklich gut drin, was fällt mir leicht und wie cool wäre es, dafür bezahlt zu werden. Und zu erkennen, dass andere das toll finden und dir dankbar sind, weil denen das nicht so leicht fällt. Das heißt, es wäre eine Bereicherung für andere, dass du Leichtigkeit in die Welt bringst mit dem, was du machst. Genau, falls dich das interessiert, schau unten den Link an. Und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und gerne wie immer Fragen oder Rückmeldungen in den Kommentaren. Liebe Grüße!